Das Bücherjournal im Fernsehen gestrichen. Das Echo des Tages im NDR Radio auch. Genauso wie etliche Freiluftveranstaltungen, zum Beispiel die Sommertouren, wird sich der NDR künftig sparen. Und zum Beispiel Mein Nachmittag muss ab dem nächsten Jahr mit deutlich weniger Geld auskommen. Ein Grund: der Rundfunkbeitrag reicht nicht mehr, weil Teuerungsraten nicht ausgeglichen wurden, weil mit Corona Einnahmen wegbrechen, aber auch weil Beiträge für Zweitwohnungen wegfallen. Deshalb geht es ans Programm, auch im Ersten. Zum Beispiel steuert der NDR bald weniger Tatorte bei. Ein Rückbau auch bei der Gemeinschaft der ARD. Die Konsequenz? Das heißt, jetzt müssen auch andere ran. Wir sind eine Arbeitsgemeinschaft, wir sind ein föderales Unternehmen. Und da muss man sich in solchen Zeiten dann auch gegenseitig stützen. Und darauf setze ich. Auf die anderen in der ARD. Der Vorsitz liegt zurzeit beim WDR. Der Intendant Tom Buro befürchtet noch drastischere Einsparungen beim Programm. Man kann nicht alles nur da erwirtschaften, jenseits des Programms. Und ich habe das immer deutlich gesagt. Und der letzte Vorsitzende hat es auch gesagt. Und genau in die Phase treten wir jetzt ein. Aktuell auch noch das. Ein Aufstand gegen Rundfunkgebühren, schreibt zumindest die Bild. Und bittet ihre Leser immer wieder abzustimmen. Soll die Erhöhung noch gestoppt werden? Die Bild beruft sich auf Widerstand aus der Politik. Die Sender seien zu teuer. Seit Monaten warnt Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff. Die Intendantinnen und Intendanten sind gut beraten, unsere Signale dahingehend ernst zu nehmen, dass wir ja nicht wir als Ministerpräsidenten die Entscheidung zu fällen haben, sondern die Landtage. Und in einzelnen Landtagen wächst der Unmut. In Sachsen-Anhalt droht neben der AfD auch die CDU, die geplante Erhöhung zu stoppen. Die FAZ munkelt heute gar, CDU in drei Ländern stellt sich gegen Erhöhung des Rundfunkbeitrags, denn nun seien auch die CDU-Fraktionen in Sachsen und Thüringen dagegen. Dabei könnten die Intendanten entspannt sein, denn den Sendern steht eine bedarfsgerechte Finanzierung zu. Eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht wäre erfolgsversprechend, auch ein Corona-Ausgleich möglich. Aber wäre das ein gutes Signal? Wir sind immer Teil dieser Gesellschaft, integrativer Teil, und müssen im Blick behalten, dass die Dinge, die wir fordern und erwarten, sozial adäquat sind, dass sie unsere gesellschaftliche Legitimation nicht beschädigen und dass wir uns als Teil einer Gesellschaft begreifen, die ja jetzt in der Corona-Krise und in den kommenden Wochen und Monaten noch viele schwierige Situationen erleben wird. Wenn tatsächlich Landtage blockieren und es nicht zum 1. Januar zu einer Erhöhung, zu der geplanten auf 18,36 Euro kommt beim Rundfunkbeitrag, was machen Sie dann? Ich gehe nicht davon aus, dass es dazu kommt, weil ich glaube, dass wir mit unserer guten Arbeit, der von wirklich vielen, vielen Kolleginnen und Kollegen, die auch jeder Abgeordnete kann sich ja davon überzeugen, welche Leistungen wir im Augenblick für die Gesellschaft bringen. Der ARD-Vorsitzende gibt sich sicher und gibt ein Versprechen. Es wird ab jetzt nie mehr aufhören mit dem Reformen und dem Gucken, wo kann man noch wirtschaftlicher sein. Also werden Sie ein neues Sparpapier vorlegen? Also ich rede nicht von konkreten Sparpapieren, aber Sie sehen, was beim Norddeutschen Rundfunk gerade unter Schmerzen beschlossen worden ist und verkündet worden ist. Das werden Sie in der ARD immer wieder an allen Ecken und Enden erleben. Es wird weniger beim NDR und in der gesamten ARD. Weniger Programm.